Ja, mei. Hallai, Freunde. Willkommen bei The Imperator Let's Play. Eine Institution der nicht ehrenamtlichen Fraktion. Support und gesponsert von namhaften Herrschaften wie der Bundesumweltminister. Hella von Sinn, Hugo Egon Balder. Der Pete Smith Brüder. Weil Pete Smith ist ja der Sohn von der Hella. Und ganz viele andere. Aber wollen wir doch beginnen. Es sieht wundervoll aus. Ich habe gesehen, hier ist eine böse rote Armee, die gerade die Stadt belagert. Das macht aber nichts. Die werden wir sofort auseinandernehmen. Sie versucht noch zu fliehen vor unserer Legio 1 und unserem Kaiser. Schön. 5 Stunden nicht genossen. Genießt. Wie auch immer man sagen will. 2 Minuten die Aufnahme am Laufen und sofort geht's wieder los. Dann muss ich mir gleich die Nase erstmal putzen. Oh, das Wetter ist aber auch schrecklich. Und wie man mitbekommen hat, ich habe wirklich die Feiergeschichte geguckt mit Pete Smith und Gronkh und muss schon sagen, ich weiß nicht, wie viel jetzt rausgekommen ist. Wenn das Video rauskommt, ist schon wieder rum damit. Aber das Spannendste insgesamt war der Spendencounter. Muss ich leider so sagen. Also, ich wüsste jetzt keinen anderen Grund, warum man da reingucken sollte. Außer halt zu gucken, wie die Zahl wächst. Ist mir auch nach ein paar Stunden nicht... hab dann gedacht, ja, jetzt guckst du einfach mal 3, 4... Stündchen, hab auch gut durchgehalten, ich glaube von Mittagsspaziergang bis 9 Uhr. Und ja, kann ich auch, ist so ähnlich in der Jugendherberge. Arbeitet ehrenamtlich in der Jugendherberge, dann habt ihr jeden Tag Feier, also beziehungsweise Friendly Fire, Spendenstream, halt nur ohne Spenden, aber alles dieselben Spiele. So. Boah, aber ich muss sagen, es regt mich schon auf. Also es ist nicht tote Worte, es regt mich halt auf, ne? Es wird halt gut Geld gesammelt. Ich sag nicht, dass der Zweck schlecht ist. Der Zweck ist dieses Jahr mit dem nationalen Zweck, dass halt hier diese Wish Foundation auf dem deutschen Markt unterstützt wird. Finde ich super. Ich finde nationale Projekte immer interessant, im Gegensatz zu den internationalen. Und auch wichtig, dass man halt im eigenen Land was macht. Aber es regt mich halt auf, dann wird das halt wie so eine Riesennummer gemacht. Man macht ein Fotoshooting und man macht halt so einen coolen Kalender und macht halt echt coolen Merch. Und dann ist halt der ganze Abend einfach nur so eine Aneinanderreihung von Kacke. Also man darf, der Sponsor darf mal reden, die Sponsors, dann wird halt mal 5 Minuten irgendwas gespielt. Dann macht man diese typischen, sag ich mal, Jugendherbergspiele wie Montagsmaler oder Stadtlandfluss oder... Wethead, was man halt alles schon im letzten Jahr gemacht hat, sag ich mal. Und hat halt nicht so eine Idee, wo man sagt, boah, das ist jetzt mal was total Cooles, was wir mal so machen wollten heute mit dem Abend. Das haben wir uns gemeinsam überlegt und haben gedacht, das wäre auf jeden Fall was Cooles, um das mal zu machen. Und das hat mich jetzt so ein bisschen geärgert, ist übertrieben. Aber ich denke dann so, man kann doch eigentlich von, sag ich mal, den Großen in YouTube mehr erwarten. Halt, für so einen Abend, also für so einen wichtigen Event. Wo man dann sagt, okay, da geht auch Unity Media hin und macht Spenden, beziehungsweise macht da den Stempel drauf. Und es ist halt nichts, wo man dann sagt, boah, das war jetzt aber mal cool. Haare abrasieren, das war dann letztes Jahr cool. Wobei das ja auch dasselbe ist, als wenn du an der Uni bist und du machst eine Studentenwette mit jemandem und dann weiß ich nicht. Es fehlen einfach wirklich Überraschungen. So, was wollte ich machen? Im Norden habe ich keine Feinde mehr hier. Das bedeutet, wir können jetzt uns komplett auf
Spanien eigentlich konzentrieren. Außer vom Osten, hier kommt noch diese Armee des gallischen Roms, aber das denke ich mal nicht. Und sonst ist ja unsere Flotte auch ganz gut verteidigt. Und der Hund protestiert schon. Ah, der wird natürlich supported von der... Ist das die Garnison mit dabei? Nee, dann ziehe ich mich doch lieber nochmal zurück. Übrigens, nachdem der Hund stundenlang nichts gemacht hat, ist natürlich wieder während der Streamzeit der beste Zeitpunkt des besten Freundes vom Imperator mal eben ein bisschen zu meckern. Ihr seid ehrenhaft würdig und stark und nur Dummköpfe würden euch nicht so... Ja, warum nicht militärisches Bündnis? Wer jetzt Tatzen hört, der Hund steht auf dem Tisch. Eure Leibwächter töten den Attentäter. Eure Leibwachen. Damit behaupten wir wieder unsere Stärke. Hier hätten sie auch ein bisschen mehr machen können bei den, sag ich mal, Zwischenmissionssachen, die halt so passieren. Da wäre bestimmt noch was drin gewesen. So, Nahrung haben wir genug. Dann können wir, um später das Banditentum hier auch etwas zu reduzieren, darunter gehen. Ja, Hund, leck das Mikrofon ab. So, und der König zieht gen Spanien. Die Armee sieht ja auch noch recht fit aus. Ist von den Rängen ja auch ganz gut. So, der bleibt noch hier stehen, bis Bebrakte besiegt wurde. Und sonst die Armee hier unten. Können wir auch die Verbesserung durchziehen. Erwarte eure Befehle. Mehr Schiffe für Rom rekrutieren. Ja, bitte ein bisschen mehr. Ich weiß, zurzeit bekämpft ihr die Piraterie eigentlich. So. Und schön wäre, dass wir eine weitere Legion noch rausholen. Am besten gefällt mir übrigens, dass der Hund wieder vor mir steht, mich anguckt, wie ich in das Mikrofon gucke und sich einfach nur fragt, mit wem redet der Idiot. Ich glaube, das ist so sein Grundgedanke, der dabei entsteht. So ein bisschen Nahrung, was machst du? Ach, du sprichst schon wieder mit Geistern. Ja, so sieht's aus, Hund. So, mehr Moral für die Einheiten, wenn die hier rekrutiert werden. Und dann können wir die Runde schon wieder beenden. Oh, jetzt sag ich, dass das gallische Rom von hinten in meine Städte reinziehen wird. Das wäre wieder so eine typische Aktion in Total War. Ich werde den Handel nochmal genehmigen, weil hier kann was anderes auch nochmal passieren. Letztes Mal haben die Pest mitgebracht. Und ich habe hier die Provinz eigentlich schon von den Steuern befreit gehabt. Aber das war anscheinend nicht genug. Wir haben gleich eine Rebellion und das ist schlecht. Weil jetzt kann ich nichts dagegen tun, großartig mehr. Außer eine eigene Armee ausheben, aber ich glaube, ich kann hier gar nichts rekrutieren. Da muss ich nachher Söldner rekrutieren und versuche mit der Armee die Rebellion niederzuschlagen.
immer nur Arbeit mit den Sachen im Süden. So. Der Weg ist überhaupt nicht versperrt. Greif an. Schutzstellung, damit er nicht mein General wieder kaputt laufen lässt. Beziehungsweise die Einheiten da vorne verliert. So, die Unterstützungsarmee ist geflohen. Wir können nochmal alle Nahkampfeinheiten verstärken. Ach, läuft alles super. Die erste Stadt ist eingenommen. Machen wir das Upgrade für die Stadt. So. Die Armee wird verfolgt. Ist auch nur noch der General. Das andere sind die Kaledonier. Die sind mir eh nicht feindlich gesonnen. Hier rechts haben wir immer noch die Armee der gallischen Römer. Die wartet da, weil die sich nicht traut, in die Stadt vorzuziehen. Finde ich super. Kann auch so bleiben. Jetzt haben wir auch noch eine Armee hier im Norden vom gallischen Rom. Da kommen aber gerade die Alemannen. Das könnte problematisch werden. Wenn die nämlich hier Mediolanum angreifen, habe ich da keine Verteidigungseinheit. Also nichts, was kontern kann. Oh, ich habe gestern meinen Monitor auch umgestellt. Und es sieht schlimm aus. Also es sieht nicht schlimm aus, aber irgendwie habe ich die ganzen Farben verstellt am Rechner. Beziehungsweise am Monitor selbst. Und jetzt kriege ich hier Augenkrebs, wenn ich zu lange drauf gucke. Ab und zu mal eben Mobs angucken, dann will der Monitor. Ja, was ist los, Balthasar? Hm? Was soll man mit dir anstellen? Grunzt du mal ins Mikrofon? Ja, jetzt grunzt natürlich nicht, ne? Ist egal. Let's Player sind gewohnt, mit sich zu reden, als wenn sie alleine wären. Ich weiß, du willst noch ein bisschen spielen. Und wie hast du das wieder geschafft, an deinen Rücken deinen Schlafsand zu reiben? Er ist ein Meister im Verteilen von seinem Schnodder. Ah, ich habe vergessen, die Rebellen. Ah. Ist auch egal. Sollen sie die Stadt hier einnehmen bei der Rebellenarmee? Habe ich jetzt nicht dran gedacht, weil der Hund ja meinen unteren Sichtbereich komplett einnimmt. Da habe ich in der Provinz wenigstens mal Ruhe. So, plus für sanitäre Anlagen durch Katzen, weil anscheinend lecken die Bevölkerung auch mit ab. Die Alemannen wurden vernichtet, obwohl wir vorher noch mit dem ein militärisches Bündnis eingegangen sind, ne? Die wurden wahrscheinlich von den Markomannen überrannt. Aber die sind mir, glaube ich, auch nicht negativ gesonnen. Na, okay, sie sind keine besten Freunde, aber... mutig oder törig? Sie wollen mich jetzt auch nicht ärgern. Ich grüße euch. Wie ist eurem Ruf? Na, obwohl, das könnte noch kriegerisch enden. Wenn ich die mit irgendwas verärgere, hängen die bei mir sofort drin. Weißt du, jetzt wo ich so ein bisschen ausbalancierte Armee habe, kommen keine Schlachten, die ich schlagen müsste. So, hier ist minus 7. Dann lass uns doch mal ein Amphitheater aufbauen. Um die öffentliche Ordnung etwas mehr zu stabilisieren.
So, hier sind nur Freunde um uns. Das bedeutet, wir können diese Legion 3 Unterstützungsarmee, so war sie ja mal gedacht für mein General unten, ein wenig nach unten bewegen. Ja, was ein Deutsch. Ich gerade. Geht das? Ja. Von den Kosten her. Hund, du bist im Weg. Warum willst du nicht auf meinem Schoß sitzen? Wie alle normalen Katzen. Hallo Facecam. Leider kann ich nicht einfach was dazuschalten, mal kurz, damit er die Lage versteht. Wer meinen Stream kennt, kennt die Lage. Was möchte ich mir für die nächsten Jahre wünschen? Ich werde meine Schatzkammern gerne weiter füllen. Oder? Stabilität wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, Stabilität haben wir noch nie gemacht. Vor allem, wenn ich jetzt ganz viele neue Ländereien einnehme, sind die natürlich alle erstmal ein bisschen angepisst, weil die erobert werden. Ich glaube, wir können hier auch direkt bis zur nächsten Stadt. Super. Ah, hier sollten wir schon ein bisschen Kriegsgerät vorher bauen. Das werdet ihr definitiv. Ich glaube, die meisten Feinde hocken auch im Moment einfach ganz unten drum, oder? Plus 3 öffentliche Ordnung, plus 2 sanitäre Anlagen, minus 10 Banditentum. Hm. Warum sind die so extrem angepisst? Plündern, minus 10. Wer plündert denn hier? Echt? Der eine General von den Galliern plündert mir jetzt die Scheiße da weg. Zeit, die afrikanische Legion wieder aufzubauen. Da muss ja nicht mal was Ordentliches drin sein. Wir müssen nur einen General töten. Da kommen die mit 3 Armeen in Nordafrika. Zurück! Tja, warum sollten die auch in den Hafen zurückgehen? Das wäre ja totaler Blödsinn. Weil ich es mit der zweiten Armee machen könnte, die ich jetzt gebaut habe für den einen General, der Gallier. Ich könnte eine Verstärkungsarmee machen für die aktuell im Osten positionierte Armee, um meine alten Ländereien wieder einzunehmen. Da ist das Problem mit den gallischen Römern. Die Fullstack-Armee ist mich ein bisschen besser aufgestellt als ich. Rom wiederhergestellt. Hispania wurde ausgeraubt. Es besteht nun jede Runde eine hohe Chance auf Bürgerkrieg.
Gucken wir uns mal die Lage an. Politisch. Minus 25 Loyalität. Da sollten wir uns mal ein bisschen Loyalität sicherstellen. Erstmal den einen mit der Frau versorgen. Und ein paar Beförderungen aussprechen, um die Loyalität der, der unterschiedlichen Parteien ein bisschen zu stärken. Ich weiß, ich war sonst nicht viel hier drin. In dem Menü. Minus 2 Loyalität für alle anderen Parteien. Nein, den können wir jetzt leider nicht befördern. Um die Kosten für die Armee zu reduzieren. Jetzt hat der Hund seine Schnauze auf meinen linken Arm gelegt. Ach, er ist manchmal einfach zu süß. Bereitung zu euren Diensten. Sie werden niederkauern von der Macht. Ich erwarte eure Befehle. Definitiv später. Moment, ich glaube, die Unterstützungsarmee ist abgehauen. Das ist doof. An sich wollte ich die Schlacht spielen. Damit die Leute sagen, boah, cool, der Proof hat's immer noch drauf. Minus 20% Aktionskosten für alle Charaktere. Abrisskosten für die Kulturgebäude, das brauche ich noch nicht, das machen wir später. Kostet 800 pro Runde zur Erforschung. Gemeinschaftliche Müllsammlung. Gegen 400 vor Christus in Athen wurde die erste städtische Müllhalde eingerichtet. Oh, sowas muss man wissen. Als Müllmann vielleicht. Kavallerieeinheiten verstärken, was haben wir hier? Aktionskosten für Streiter senken. Ach, da machen wir erst die Verstärkung der Kavallerieeinheiten. Ein paar haben sich dann doch eingefunden. In meinen Armeen. Top-Typ. Mit der anderen Flotte abgehauen. So dass ich total entspannt den hier ausschalten kann. Eine schöne Schiffstradition dazu bekomme. Rekrutierungskosten noch senken kann. So, wie viel Geld habe ich? 533. Dann lohnt sich wahrscheinlich nur noch hier ein Schiffchen zu nehmen. Ja, ich weiß, ich habe eigentlich gesagt, die würde ich für den Osten benutzen, aber es bringt nichts. Ich muss erst Spanien in Besitz kriegen. Und das heutige Portugal. Um halt einfach im Westen nichts Neues zu haben. Da kann nichts mehr kommen aus dem Westen. Ich habe da sichere Provinzen, außer ich werde von Afrika angegriffen. Das kann ich aber gut mit einer Armee kompensieren, die ich dann da unten hinstelle zur Verteidigung.
Und das passt dann schon. Wie viel Geld haben wir denn hier? Das war der Zug schon wieder. Da muss ich nur hier unten bei Gades eine Armee stellen. Normalerweise kommen die Wenn hier über den Zipfel rübergelaufen. Weniger mit dem Schiff, aber ein Schiff hier in Ebussus könnte auch helfen, sag ich mal, die meisten Truppen zu zwingen, unten zu bleiben in Nordafrika und nicht irgendeinen Übermarsch zu starten mit einer Armeeflotte. Was war das denn? Kreide, Kreide, drehe ich rum. Nein, ich werde jetzt nicht eine Schlacht schlagen, wo die Einheiten von mir 8 Leute sind. Mir fällt gerade so ein, wo ich die ganzen HeroQuest-Sachen von unserem HeroQuest-Stream hier neben mir sehe, dass man ja voll gut sich Notizen machen könnte, was man so machen wollte bei Total War, wenn die Folge rum ist. Damit man es bei der nächsten Aufnahmesession wieder weiß. Mein Gott, nach 5 Jahren lerne selbst ich noch was. Und das in meinem Alter. Daran muss ich die Merke mal ein Beispiel nehmen. Die Adoption werde ich verhindern. Weil das stärkt nochmal eine andere Partei bei uns. Toll. Kann das sein, dass diese Handelsgeschichten bzw. die Ereignisse immer wieder gleich scheiße sind? Jetzt habe ich schon wieder die exotischen Tiere. Die diesmal nicht... Doch, die Leute mit einer Krankheit infizieren. So, du da einfach in die Stadt rein. Ich weiß gar nicht, hatten wir... Garnison bitte, kein Schiff. Ja, hier haben wir wenigstens ein bisschen Produktionsanlagen. Um Truppen zu rekrutieren. Dann hoch nach Saguntum. Schlachten wir bei der nächsten Folge. Die kommt ja eh am gleichen Tag noch raus. Also, bis gleich.